Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. Ja, wir sind auf der unteren Kapsel von Elysium in der Vergangenheit, als Goal gerade dabei ist, mit Lidis auf Deponia zu landen. Also, und ja, die Goal aus der Zukunft hat dann jetzt eben einfach mal die Zeitmaschine von uns geklaut. Ja, komm, du schaust dich schon so an, Saras. Ja. Was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Ah, was haben wir denn hier? Gehen wir mal nach hier oben. Gehen wir mal zum Rufknopf. Als ob das jetzt nicht gleich schief geht. Du Armer, meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist... Fahr zur Hölle! Alter. Schanke denn! Okay. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Huh? Oh oh. Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Alte Schofus? Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung! Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich! Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Nein, nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen?
Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst, schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? So, genau in dem Moment, dass ich mir die Nase putze, geht es natürlich zu Ende. Also, was haben wir hier? Wir haben das Gepäck, Rohre, was haben wir im Inventar? Das Gegengift. Personus befreien. Boah! Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Von hier aus komme ich da nicht ran. Was können wir denn machen? Laserpointer? Können wir damit jetzt hier Personus? Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? Richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf dieses interessante Detail. Auf die Rohre? Jetzt reicht's aber. Komm her! Komm, Pussy, 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 Pussy. Wir müssen da drüben hin. Böser Pestspeichel war an. Ah, jetzt haben wir hier was geöffnet. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird so. Papa ungemütlich. Aber. Vielleicht müssten wir es haben. Komm hier. Komm, Pussy, 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 Pussy. Böser Festspeichel voran. Du Kröte! Gleich wird Papa ungemütlich! Ah, wir haben's gleich. Jetzt reicht's aber. Pussy, 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 Pussy. Ey, dieses Wort Pussy einfach, was er sagt. Böser Pest, ja, jetzt haben wir's. Voran. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ja, ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Oh. Ah, jetzt von hier aus komme ich da nicht ran.
dann? Von hier aus komme ich da nicht ran. Was willst du denn dann, Rufus? Oh, ein Lichter da? Oh, oh, oh. Was denn jetzt noch? Ah, die Aufstiegsplattform. Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Okay. Über die Rohre. Rufknopf. Ganz vorsichtig. Wir dürfen nichts mitbekommen. Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Bitte gib deine ID-Karte rein. Was soll das denn jetzt? Was ist, wenn wir jetzt weiter runter gehen? Zu ihmchen? Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest! Kein Problem, das haben wir gleich. Was denn? Au! Autsch! Ja. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Ja, hier, nimm mal das Gegengift. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Oh. Oh, quel douleur, quel mief. Oje, was ist denn nun los? Aufhören, bitte aufhören. Oh Gott, dieser Fäkalhumor. Und? Geht's wieder? Schon. Aber... Was für ein Teufelszeug hast du mir da gegeben? Alter. Ein bisschen mehr Dankbarkeit, ja? Ich habe dir immerhin das verpfuschte Leben gerettet. Ja, aber um welchen Preis? Was stimmt bloß nicht mit dieser Belüftungsanlage? Aufhören! Bitte aufhören! Schön. Was können wir denn jetzt machen? Aufhören! Bitte aufhören! Ethan ist dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem Alter! Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Aufhören! Was, wenn ich jetzt hier schon den Rufknopf mit der ID-Karte mache? Dann würde Goal kommen, glaube ich, oder? Das wette ich. Der hier nicht hin. Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollten sie mir noch vorstellen. Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder?
Ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles Paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten. Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Kletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Kletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Gol muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Oh oh. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Gold kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Und jetzt sind wir im ganzen Elysium. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die schlimmsten, na und? Terminal? Fahrstuhlcam? Keiner da. Okay. Dann gehen wir doch mal hier rein. Cool! Cool! Verdammt! Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Matzerfußband? Okay. Kohlenzange, wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, was geht. Standard halt. Ich bezweifle, dass wir ganzen Flüge... Nein. Ich nenne es Etüde für Gol in A7 oben kariös. Ja, gut. Dann suchen wir mal die Gol. Die liebt aber richtig schön. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Hey, Dad! Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu! Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste! Ciao! Oh, nicht doch! Scheibenkleister! Ich habe sie verpasst! Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja! Es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Okay, den Helm. Dann nicht hier weg. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier mit dem, hier geht's auf Zeit. Was müssen wir hier machen? Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist
bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopfmemmenschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns... Die Hängeschwanzschlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. So, jetzt ist ja aber die Zeit abgelaufen. Keiner da. Was hat das jetzt bedeuten? Ich hab Angst. So. Was ist jetzt gewesen? Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Schrumpelpumpelhaut? Moment, ich glaube, ich weiß, was ich verkackt habe. Wird jetzt ein Fahrstuhl hier? Oh, ein Gegengewicht. Wandzone, Chillout-Zone, untere Schleuse. Habitatring, ältesten. Unterschleusen? Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Okay, Fun. Das war aber, probier's. Ja, probier's nochmal. Habitatring. Oder muss ich hier... Okay. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Okay. Also, ich häng's hier wieder ein bisschen fest. Wir haben jetzt die Monsterpantoffeln. Oder warte mal. Wir haben den Ulysses-Helm, die Monster-Pantoffeln und die Zange. Mal schauen. Ronny! Du und schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. Oh, so grießgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je. Da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Fun-Zone klingt doch fun. Fun-Zone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Auf zur Fun-Zone! Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allem...
Scheiße, Ronny geht mir langsam echt auf die Eier. Bällebad, Golf, Autorennen, cool, Bällebad. Ich bin nicht so gut im Timing. Wie geil ist das denn? So, jetzt aber. Oh. Den ersten Pfeil haben wir richtig getroffen, aber den zweiten habe ich verkackt. Aber so ein Einhorn-Kitty, das ist immer genial. Verdammt, ich bin schon bei 27 Minuten. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.